Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Ark. Die Wolf survived irgendwas. Letzte Folge war, glaube ich, die wohl dramatischste Folge ever. Denn von einer eigentlich erfolgreichen Operation, Mission, Metal holen, wo wir eigentlich ganz viel geholt haben und bekommen haben, haben wir eigentlich so gut wie alles verloren. Unsere Dinos, bis auf der eine Dino, der zu Hause blieb. Die Sissy. Fexas gestorben, Rick ist gestorben, ich bin beinahe draufgegangen und befinde mich immer noch auf dem Weg zurück. Aber ein was Positives, nach den ganzen Verlusten habe ich dann trotzdem noch, wenn ich dann an diesen Spinosaurus vorbeikomme, den ihr jetzt gerade nicht seht, denn ich habe einen längst verlorenen Freund wiedergefunden. Ja. Mein Schatzi? Herr Krause? Ja. Oh. Wenn ich ihn jetzt nicht schon wieder verloren hätte. Oh, Herr Krause, wo ist denn der rumgeirrt? Alter, das ist ganz krass gewesen auf dem Weg zurück. Flackerte auf einmal ein Name auf. Und ich dachte so, hä? Was ist denn das? Was ist denn, also, was steht denn jetzt hier? Ich dachte, es steht einer von euch, steht da jetzt dort. Und da kommt auf einmal der Herr Krause mir entgegen. Herr Krause. Für alle, die es nicht wissen, das ist mein Dodo, den ich mal vor Urzeiten getamed habe. Ja, und als wir, ehe wir hier angefangen haben, wir haben ja, also dort die Streams, falls das einer von euch gesehen hat, haben wir halt auf einem anderen Teil der Insel gemacht, als jetzt hier dieses Let's Play. Und auf dem Weg dorthin ist mir eigentlich Herr Krause abhanden gekommen. Und jetzt gerade auf dem Weg zurück von unserer gescheiterten Mission kommt mir Herr Krause entgegen. Ja. Und alles, ist jetzt wieder da. Und alles hat seinen Grund. Alles hat seinen Grund. Ja, toll. Drei Dinos sterben für diesen scheiß verfickten Dodo oder was? Ruhe bitte, es ist Herr Krause. Nicht für den Dodo. Das ist der Chef aller Dinos hier, der Herr Krause. Ja, ja. So, dann sammeln wir mal dein Zeug ein, Ricky, da gehen wir jetzt mal einen Stego holen. Jo. Aber ich habe keine Narkotikpfeile mehr. Ja, ich geb dir welche. Das ist ja, da freue ich mich. Ja, wir brauchen jetzt neue Dinos. Ist Kreuzchen, ja. So, die brauchen wir nicht. Achso, ja, hast du schon. Ich check das immer nicht, wo du die hinwirfst. Die fallen erst vor deinen Füßen runter und dann sind die weg, weißt du? Das schickt immer wie das Schwein. Okay, die sind automatisch ausgerüstet, sehr schön. So, dann wollen wir mal einen Schluck trinken, ja. Aber da brauchen wir jetzt wieder solche Bären, ne? Ja, die hab ich einstecken. Dort, wo der Kronk seine Bude baut. Okay, da bist du gleich da. Ja, vielleicht wollt ihr mal Herr Krause Hallo sagen. Sagt mal, wie ist denn das mit dieser Sichel? Da ist nur Fiber, keine Bären, ne? Mhm. Alter, da ist ein Spino. Greift der uns an? Nee, der streichelt, der legt ja im Bauch ganz zusammen. Ich weiß ja nicht, ob das ein Pflanzenfresser ist oder nicht. Ah, das ist ein Fleischfresser. Ist ein Pflanzenfresser, geh mal hin. Scheiße, der muss weg hier. Das. Wollen wir den Spino vielleicht down machen? Ja. Den willst du jetzt tamen? Wir wissen noch nicht mal, was das für ein Level ist. Ich guck mal, was für ein Level ist. Ich bin mit dem hier ja schnell. Wartet noch, bis ich da bin, macht mir noch ein paar Narkotikpfeile und dann geht's ab. Okay. Ich sehe das nicht. Was ist denn das für ein Level? Ich bin fast da, ja. Das siehst du erst, wenn du vom Dino abgestiegen bist. Ach so? Ja. Nee. Dann mach ich dir mal noch ein paar Narkotik. Oh oh. Rick, hör auf jetzt mit dem Mist. Oh, oh. Nee, Alter, dann komm hierher jetzt. Ja, lock dir nicht hierher, der macht dir alles kaputt. Wenn der mal welches Rappelz natürlich, dann rass ich aus. Rick, reiß das zusammen, Alter. Ich renn doch komm jetzt nach Hause und mach die Türe zu. Ich denke, ich soll dir nicht herlocken. Nee, du sollst. Alter. Renn doch mal hin zum Pflanzenfresser. Das ist der Godfather of Death hier in dem Spiel. Ich dachte, das ist ein T-Rex. Schreibt man nicht, ey. Na klar, es gibt ja keinen. Also vielleicht den Megasaurus. Ansonsten gibt's keinen gefährlicheren. Das ist schon ins Hemd gemacht, der Junge. Naja, ne, weißt du, wie es ist. Wegen was bist denn du jetzt? Hemme. Ich mach ja Pfeile für einen Zick. Der rennt da ganz schön rum. Ich hab immer noch nicht gesehen, was das für ein Level ist. Ich ging mir hin, Level 1. Den als Lastentier. Ist der Level 1, ja? Siehst du den? Nee. Ach, du sagst, das wird einfach so. Ja. Ja, natürlich geil als Lastentier. Aber da braucht man halt einen Haufen Fleisch, ne, was wir nicht haben, weil wir
gar kein Fleisch haben. Da bist du mal erstmal mit dem Fleisch. Man wächst drin. Mit den Aufgaben. Nee, du wächst mit Fruchtzwerge. Fruchtzwerge? Bin ich denn jetzt hier? Jetzt hier an der. Die Karte und das ganze Drumherum ist immer noch sehr verwirrend. Naja, aber jetzt dieser mal ganz, Punkt, ne? Diese aber mal ernsthaft, Leute, mit so einem Spino, das ist wahrscheinlich ein wirklich geniales Lasttier. Und wenn es da jemand entgegenkommt, so, da haben wir, sind wir echt ein bisschen safe. Wir brauchen so einen T-Rex. Der Spino ist ja besser als ein T-Rex. Aber ich denke, ja, einfach, wenn wir einen T-Rex haben, dann werden wir doch von T-Rex nicht angegriffen, oder? Würde ich auch von ausgehen, ja. Das ist ja schon mal der Vorteil, egal wie stark der ist. Der randaliert da hinten immer noch. Der rennt gerade übelst ins Wasser. Wo will denn der hin? Oder rennt der weg? Vor was rennt denn der weg? Rennt vor nichts weg. Das sieht aber danach aus. Er jagt bestimmt bloß. Er will heute Sushi essen. Ne, der ist immer hier quer durchs Wasser. Jetzt rennt der wieder zurück. Hä? Was macht denn der? Also ich habe doch unsere Bude gerade eben noch gesehen. Von der anderen Seite. Vergessen rüber zu schwimmen? Ich bin nicht rüber geschwommen. Wenn du auf der anderen Seite warst? Ich bin da eigentlich, dachte ich, habe ich es umlaufen, aber irgendwie... Ne, wir sind vorhin auch rüber geschwommen hier vorne, wo wir den wo Stego sind wir bei 80, themen wollten. 80, 23 oder was? 25 sind wir eigentlich, oder? 80, 25, hm? Naja, eher 23, ja. Und ich bin jetzt gerade bei 80, 13 oder 15. Hä? Du bist ja ganz schön weit weg. Ja, das ist mit der Karte, das ist echt dämlich gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ach, was machen wir denn jetzt? Jetzt renne ich die ganze Zeit wieder bloß doof rum. Ist der jetzt hier noch hier vorne oder ist der jetzt weggerannt? Ich sehe den nicht mehr, der ist hier immer quer durchs Wasser darüber. Ach so. Da hinten ist er, ja, da ist er noch, auf der anderen Seite. Lockt ihn noch an. Hä? Lockt ihn doch schon mal an. Puh, du musst erstmal über das ganze Meer rüber, oder ich renne hier hinten rum. Ist mit feinem Bogen drüber. Der ist so weit weg, der ist gerade so an der Renderdistanz. Na dann lass uns auf Stego erstmal konzentrieren. Na, ich schwimm gerade rüber jetzt. Ja, wir haben doch gar nicht Fleisch. Wir haben doch gar kein Fleisch. Soll ich vorher Fleisch machen? Ja, na irgendwie, aber... Wenn ich hier so einen Olaf angreife mit der Sissi, geht das gut? Oh, Krause, wo bist du denn jetzt hin? Ja, probier's. Kreuzchen! Weißt du, ey. Komm her jetzt hier, du Flachwichser. Du kannst die Parasaurer angreifen. Okay, ich hab hier einen gekillt. Also wollen wir uns jetzt wirklich diesen Spino tame als Lastentier? Naja, warum denn nicht? Ich hab irgendwie nur Hide bekommen, oder? Was hat Sissi im Inventar? Na, Sissi hat irgendwie mitgefressen. 14 Raw Meat hat Sissi drin, aber das frisst die ja selbst, ne? Ja. Ja, auch mit, ja. Wieso greift denn die ja eigentlich schon da an? Die ist doch Aggression ist passiv. Nee. Du musst da mit der Spitzaxt musst du dann angreifen, Rick. Spitzaxt. Ich hab mit der Holzaxt hier, Holzfälleraxt drauf gehauen. Dann kriegst du mehr Leder. Ach so, ne, das muss man ja eher sagen. Jetzt guckst du erst mal, wo das Riesenvieh hier ist. Wo ist denn der? Da hinten. Soll ich den jetzt ranlocken oder nicht? Nochmal Fleisch? Ich würde gern auf dem. Hol erstmal bitte ein bisschen Fleisch, das ja, mache ich gerade. Auf den Sick warten, weil ich hatte jetzt auch nochmal Pfeile gemacht. Und wenn wir alle drei auf den draufschicken, dann sollten wir es hinkriegen. So, Pickaxe. Zwölf Raw Meat habe ich einstecken. Nice. Wird nicht lange reichen, oder? Für so einen großen. Nee. Nee. Also brauchst du schon 100, 200. Was? Soll ich die jetzt herkriegen? Kriegst du eine Schildkröte down? Nee. Nee. Was, hast du nicht eine Armbrust? Nein.
Okay. Alles draufgegangen, ich bin zwischendurch gestorben. Achso, ja, stimmt. Ich hab die Armbrust. Aber ich hab immer. Gib doch Rick mal die Armbrust, damit er damit drauf schießen kann. Kann ich das vom Dino aus? Nee. Nee. Kommt hier irgendwas? Nee, ne? Am geilsten sind ja die Schweine, die geben halt übelst viel Fleisch. Alter, wo bin ich denn jetzt? Schon wieder. Bin ich jetzt schon wieder bei Kronk hier? Kann, Fexor, kannst du mal Richtung Kronk da in das Zuhause gehen und mich da mal abholen zur Orientierung? Ja, was? Hat er mich erwischt? Du musst hier irgendwo, glaube ich, nochmal übers Wasser, glaube ich. Ja, glauben oder wissen? Ich komme mal entgegen. Spuckspasti, komm her. Ach, da ist der Wasserfall, glaube ich, von Kronk. Ist er das? Oh fuck, Piranhas! Ja, du musst übers Wasser. Okay. Wenn das der Wasserfall ist, gehe ich mal stark von aus. Hast du in der Nähe bei dir gerade einen Stegosaurus? Nö. Doch, da vorne ist einer, ja. Oh, sie ist ein Nebel wieder bei uns. Seh dich. Ich sehe gar nichts, ey. Ich bin auf der Suche nach Fressen. Na, bleib stehen, Para. Oh, ja, der hängt hier fest, wie nice. Also, so wie das aussieht, braucht Sissy gleich das Scheiße. Fressen. Die frisst ja mal gleich 4 auf einmal. Okay, dann, dann lass erstmal auf Nummer sicher gehen, den Stego holen. Ja, Krause ist tot. Nein! Kreuzschwein! Na, jetzt kommen wir wenigstens in Ruhe, Frieden, in Ruhe, Frieden. Ja, ich komme jetzt hier nicht rüber, weil. Piranhas. Ja. Ach Quatsch. Hier muss ich doch ran. So, dann grill ich uns mal noch was zu essen, wa? Ja, grill uns was, ich hol's den Stego ran. Oder ich warte noch auf den Sick. Willst du warten? Musst mir helfen im Endeffekt. Oh, 3 Dilos. Ja, du musst jetzt hier einmal außen rum. Ich komme dir gerade so ein bisschen entgegen, sozusagen. Ach ja. So wirklich produktiv war es dann auch nicht. Übelst gefreut, dass wir einen Herrn Krause gefunden haben. Wer auch immer das war, ich habe den nie kennengelernt. Ja. Und selbst der ist es nicht. Hier drüben ist irgendwie so ein Lichtstrahl, der ist irgendwie bunt. Der ist pink und grün und gelb. Pink und grün und gelb? Ja, und blau. Nice. Was ist denn das für ein Stöß? Das ist die Teleporterstrahle, von denen du erzählt hast. Nee, das sieht auch aus wie so ein Airdrop hier. Wenn ich, jetzt auf einem anderen Ufer bin, muss ich da mehr nach rechts und nach links laufen. Wenn ich Richtung Kronks nach Hause gucke. Dann musst du wieder Richtung Kronk sozusagen laufen auf dem anderen Ufer. Ich bin jetzt ja auch hier eigentlich auf dem Übergang. Was bist denn du jetzt? Ich bin schon drüben. Richtung, ja, du bist schon drüben. Fexor, bist du aus dem Haus raus nach rechts oder nach links? Nach rechts. Ja, ich laufe jetzt Richtung nach Hause. Das ist schon. Okay. Ja, mag mal einer ein Stück zurückkommen und mir mal helfen beim Trike. Beim Stego. Ach, hier bist du doch schon. Das bin ich. Und wo ist der Fexor? Weiter da hinten. Müssen wir was essen, denn ich bin fast down. Ich habe was in den Grill gelegt. Bin aber auch sehr hungrig. Hier ist nämlich einer. Soll ich den zu uns locken? Weil ich hab Hunger, ey. Hier ist noch so eine Sissy. Oh, die greift mich an. Warum greift die mich an? Fexor, ich bin gerade eine Sissy mit. Naja, super. Warum greift die mich an? Ne, jetzt ist sie am Trike. Warte, ich probiere den abzuschießen und zu betäuben, da dort direkt. Das ist direkt 9. Dino. Na, komm. Nee, lass den leben. Warst du das ganze, Narkotics?
nicht Pfeile töten. Einstecken oder hast ja, du ich hab Pfeile, ja, ich hab Pfeile einstecken. Okay, Fixer, ist down. Das sind zwei Trikes, warum nehmen wir die nicht? Weil ich einen Stego-Sattel schon hab und den Stego gern will. Na, aber Trikes waren doch gut. Der Stego ist doch genauso. Nee. Nur halt, vielleicht sogar noch effektiver. Ach Quatsch, also nicht für die Bären das ganze drumherum. Also wenn ich jetzt hier einen Trike angreife von dreien, dann gehen alle drei auf mich, ne? Jupp. Also wir können ja alles nehmen, ich nehme jetzt erstmal den Stego hier, komm mit. Sattel ist ja schon fertig, du kannst ja trotzdem noch einen Trike auch noch mitnehmen, wir haben ja genug Zeug. Scheiße, jetzt kommt die Dilophos, fickt euch ja, echt. Ja, ich mach die Dilophos, ja. Wieso kann ich die nicht angreifen, hä? Jetzt. Ja, schön. Da ist noch so einer. Zwei sind es noch. Hm. Geht mein Bestes. Aber ich muss zwischendurch noch mal ein bisschen wegflitzen mit das hier. Der Stego, der chillt jetzt hier weiter, oder? Komm, mach sie down. Oh, immer noch zwei. Drei! Jetzt nehme ich die Beine in der Hand. Ach, der klemmt hier fest. Soll mir aber hinterherlaufen nach Hause, ne? Ich konnte nicht mehr angreifen, weil meine Stamina am Arsch war. Jetzt ist er tot. Rick, irgendwie kommt der Stego mir nicht hinterher. Alter. Die machen mich ja alle. Da bist du doch. Ist jetzt wieder nach Hause? Ich muss gerade mal irgendwie regenerieren. Ich bin fast tot mit Sissy. Also Sissy ist fast tot gewesen. Und ich habe immer noch die Viecher hier, die Spuckspastis am Arsch. Es waren zwischendurch dann vier oder fünf. Komm, jetzt mach mal einen wenigstens down. Jetzt mach mal einen down. Oh, es wird nichts. Krieg die Spuckspastis nicht weg. Ich bin übelst am Lecken gerade. Sissi, wir müssen die alle machen und dann kannst du. Oh, warum sterben die nicht? Jetzt habe ich sie, oder? Ja. Ja. Oh, meine Güte, ey. Na super. Na super. Was ist denn los? Nur dunkel. Ja. So, ich regeneriere jetzt kurz, greife den Stego an und schlepp den nach Hause. Den warte, nicht angreifen. Der hängt ja hier fest. Der hängt ja hier fest am Baum. Da müsste mal einer, auf den der nicht getriggert ist, den Baum noch frei machen, weil wenn ich das mache, greift er mich an. Ich überlege gerade, wo ja das Problem ist, warum der ganze Bildschirm rot blinkt. Weil du entweder unterkühlst oder irgendwas anderes. Jo, ich bin mir ist kalt. Nicht sehr wohltätig ist da gerade bei dir, Leute. Was? Oh, die Loffo-Wichser. Sissy healt hoffentlich. Hallo! Soll ich gib mir ja. Die Narcotics. So. Aber nicht zu viele reinschießen, wir müssen erstmal Häme locken. Ich immer erstmal einen Ofen ausmachen. Was ist denn hier? Ich sehe nicht mehr. Hallo, ich sehe nichts. Jetzt. Musst du die Augen aufmachen? Nee, ich wurde gerade angespuckt. Hä? Wo denn? Irgendwo gerade so ein Dilophosaurier. Da hinter dir. Ja. Der ist nur betäubt. Ach, der rote Bildschirm kommt von Sissy. Ja, wenn du zu viel über Stamina halt. Nee, die Stamina ist voll. Die ist einfach, gedamaged, die ist. Oder mehr. Die muss ich erstmal regenerieren. Hexerordner, ich muss noch was trinken. Wie sieht's denn aus? Ja, die hielt sich ja nach oben, das ist gut. Die kommt schon klar. So, der hängt ja am Baum fest, der Stego hier vorne. Folgt die? Nee. Ja, wo ist er denn jetzt?
Sehe ich nicht, weil es so dunkel ist. Oh, Alter, leck mich doch. Boah, was geht mit dem Strahl? Der wird ja immer krasser. So. Na hier, das Stego 32, den willst du jetzt. Mhm. Okay. Puh. Ich glaube, der hat sich schon hingelegt. Oder? Ne. Ja, nicht abschießen, sollst du den Baum mal frei machen. Achso, ich hab ihn jetzt schon. Dass der uns hinterher rennt, der soll ja vorm Haus. Sonst haben wir dasselbe wie vor uns, wir sind nicht in der Nähe und da kommt der Krokodil. Sollte ich jetzt helfen, den mitholen? Nee. Nee, brauchst du jetzt nicht. Okay. Ob wir den Stego getamed bekommen, als Entschädigung für unsere harten Verluste, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.